старший брат, да. Это сестра, которая была. Steven Adler ist am 27. September 1930 in Berlin geboren. Seine Eltern Ilse und Alfred Adler schickten ihn auf die katholische Schule St. Ludwig. Doch im Zuge der Nürnberger Rassengesetze muss er auf eine jüdische Schule in Berlin. Im Alter von nur 8,5 Jahren wird Steven auf einen organisierten Kindertransport geschickt, welcher ihn mit dem Zug von Berlin nach Hamburg und von dort am 21. März 1939 mit dem Schiff via Frankreich nach England bringt. Sein zehnjähriger Bruder konnte nicht mit auf den Transport und kam im Frühjahr 1940 mit seiner Mutter nach, der Vater im Herbst 1940. Im November 1940 bestieg die Familie ein Schiff und fuhr von dort direkt in die USA, wo sie in Chicago versuchten, ein neues Leben aufzubauen. Steven Adler hat schon über 240 Zeitzeugengespräche geführt, vor allem vor Schülern und Studenten. Und er ist immer noch aktiv und gehört zum Internationalen Konferenzkomitee für die diesjährige Child Survivors Conference. Im Rahmen der Child Survivor Conference besuchte er seine ehemalige Schule und nutzte die Chance, dort vor Schülern von seinen Erlebnissen zu erzählen. Meine Eltern haben viel über dieses Problem gesprochen. Und sie haben sich worried. Sorgen gemacht. Besorgt. Was mit dir passiert, wenn du in eine normale Schule gehst. Und da haben sie sich diese Idee gehabt, wir schicken ihn in eine katholische Schule und warum? Das Disziplin hier ist strenger. Und vielleicht passiert Steven nichts. Ich muss auch sagen, mein Name war dann Stefan. So, nichts passiert mit Stefan. Sie hatten recht gehabt. Ich war hier vielleicht, ich weiß nicht genau, aber vielleicht sicher ein Jahr, vielleicht eineinhalb Jahre. Und dann kam ein Gesetz. Und das Gesetz, ich setze mich hin. Kam ein Gesetz, dass jüdische Schüler nicht zusammen mit anderen studieren können. Sie müssen in eine andere Schule gehen. Stell dir das vor, zweite Reihe, ja, mit der grauen Jacke. Denk mir mal, du bist jüdisch und die anderen rund dir sind nicht. Und das Gesetz ist, dass du aus der Schule gehen musst. Sag mir mal, warum. Warum soll das sein? It's okay. Ich wusste es auch nicht. Und ist in 1995 habe ich angefangen, in Schulen zu gehen in Amerika und zu sprechen in Klassen, vielleicht fünftes Grad und höher bis Universität. Und ich wusste niemals, warum das sein soll, das Gesetz. Und im Jahre 2001 habe ich ein Buch gelesen und da war ein Bild drin von einem Buch. Und das Buch hat ein Bild gehabt, genannt Der Giftpilz. Kennen Sie so? Ein Buch. Es war ein Buch, ein kleines Buch mit Geschichten für kleine Kinder und jede Geschichte war vielleicht so lang. Und man kann doch sich vordenken, abends die Kinder sind im Bett und
vor der Schlafzeit kommt Mutti rein und liest eine Geschichte. Und jede Geschichte hat etwas gegen Juden zu tun. Und eine von diesen Geschichten war die Giftpilz genannt. Und die Mutter sagt zu dem Kind, wir gehen jetzt Pilze sammeln, aber man muss vorsichtig sein mit giftigen Pilzen. Ein Giftpilz kann die ganze Familie töten. Sie wissen das. Und die Mutter sagt, und genau so ist es mit Juden. Die Juden, die diese Giftpilze von unserem Land. Und ein Jude kann die ganze Familie und das ganze Dorf und die ganze Stadt und das ganze Land töten. Und das ist der Grund. Darum musst du aus der Klasse gehen. Und darum musste ich aus dieser Schule gehen. Okay? Ist doch wahnsinnig. Ja? Okay? Es ist Wahnsinn. Aber das war das Gesetz. Und von dieser Zeit an bin ich in eine Privatschule gegangen. Kennt jemand hier Roseneck? Ja. Ja. Da am Roseneck, an Hohenzollerndamm, war meine Schule. Vielleicht ist das Gebäude noch da. In der Zeit war es Dr. Leonore Goldschmidt Jüdische Privatschule genannt. Und da bin ich hingegangen. Da hatte ich mein erstes Girlfriend. Da waren wir in dieser Schule bis 1938, November 9, den 9. November. Na, was ist da passiert? Hör mal, ich bin von Amerika und wir nennen das Kristallnacht. Aber ich weiß ganz genau, dass hier ein anderer Name ist. Und der andere Name, zwei Namen. November-Pogromnacht oder November-Reichspogromnacht. Ja? November-Reichspogromnacht. Der andere Name war von den Nazis aufgedacht, ist, hört sich so schön an, aber nicht Pogrom. Und in der Zeit war allerlei frischen Sachen. Mein Vater, am 10. bin ich zur Schule gegangen, wie normal. Und da haben sie uns sofort in so einem Saal gesammelt und haben uns gesagt, schnell zurück nach Hause gehen, bleib nirgendwo da, nach Hause. Und mein Bruder und ich sind sofort nach Hause gegangen. Oh, das Mädchen, Susanna, mit schwarzem Haar und schwarzen Augen und braunen Augen. Und sie hat Zöpfe hier gehabt, das war so Sitze in der Zeit. Ich habe sie von der Zeit niemals mehr gesehen. Weiß nicht, was mit ihr passiert ist. So, wir kamen nach Hause. Da war ein Mann in unserem Apartment. Ich bin jetzt ein bisschen älter. Und ich weiß, das war ein Gestapo-Mann. Gestapo. Thank you very much. Geheime Staatspolizei. Und wir haben meinem Vater, heute weiß ich genau, Schrippen gekauft. Ich habe heute zwei Schrippen Frühstück gegessen. Und dann ist mein Vater mit diesem Mann gegangen. Er war verhaftet und war auf einem Zug, eine Bahn nach Oranienburg genommen. Und in Oranienburg weiß ich jetzt,
alle diese Gefangene sind durch die Stadt genommen auf Fuß nach Sachsenhausen KZ. Und ich erzähle euch das, warum alle diese Leute, die in diesem kleinen Ort wohnen, mussten aus ihrem Fenster geguckt haben und alle diese Leute gesehen, alle diese Männer, fünf Männer in einer Reihe nach der anderen, tagelang, 10.000 Männer in diesem KZ. Und es muss doch so sein, dass alle gesagt haben, ich habe nichts von diesen Sachen gewusst. Nichts. Kann das sein? Kann das sein? Na, natürlich nicht. Sie haben das alles gesehen. Mein Vater war da für 6 Wochen. Und am 23. Dezember ist er nach Hause gekommen, erfreit. Er hat so gestunken. Er hat niemals ein Bad gehabt. 6 Wochen lang. Und er hat furchtbares Essen gehabt. Und er war doch geschlagen. Man konnte das sehen. Er hat sein Hemd abgenommen und er war, man konnte das sehen. Dieser Mann war geschlagen. Es war furchtbar. Und hat kein Haar gehabt. Das war alles abgeschnitten. Und es war jetzt Ende 1938. Und er hat gesagt, wir müssen weg. Wir müssen weg, irgendwo. Der war etwas Kindertransport genannt. Kennt ihr das? Kindertransport? Die Engländer haben gesagt, das ist auch furchtbar, was da passiert. Wir nehmen 10.000 Kinder, jüdische Kinder, die kommen von Deutschland, Österreich und Tschechoslowakei. Und meine Eltern haben mein Bruder und mich am Kindertransport angemeldet und ich bin genommen. Aber ich muss sagen, ich habe keine Erinnerungen von dieser Zeit. Vom 10. November bis 23. Dezember, nur der Tag, wo mein Vater zurückkam. Und dann wieder von der Zeit bis ungefähr März, Ende März. So, meine Eltern haben mich zu einem Bahnhof gebracht. Ich weiß nicht welcher. Es könnte auch Bahnhof Zoo sein. Die Bahn geht nach Hamburg. Ist das Bahnhof Zoo? Friedrichstraße, danke. Aber ich habe keine Erinnerungen von der Zeit. Ich weiß nicht, wie das war. Sicher hat meine Mutter geweint. Sie wusste doch nicht, was mit mir passiert. Ich war nach Hamburg gebracht, mit Hunderten von anderen Kindern, auf ein Schiff gebracht. Wir sind nach Frankreich und dann da angehalten, ja, in Le Havre, und dann von da nach England, Southampton. Und auf einmal ist alles wieder zurück. Ich weiß genau, wo ich bin. Auf der Bahn, auf dem Zug nach London haben wir Mittagbrot gehabt. Ich kann alles wieder erinnern. Also, ich bin nach London gekommen. Wir kamen in einen großen Saal.
vielleicht 10-mal größer als dieser Saal. Und diese hunderte Kinder sind reingebracht und da waren Adults, Erwachsene, Eltern, Tanten, Onkel und so weiter. Und als die Kinder reinkamen, sind diese Erwachsenen zu den Kindern gegangen und haben sie geküsst und umarmt und weggenommen. Und endlich waren nur zwei Kinder da. Einer war von der Tschechoslowakei. Paul, wo ist Paul? Weg? Paul genannt. Pavel, Tschechisch. Und der andere, ich war der andere. Mein Vater hat einen Onkel in London gehabt. Und der Onkel Ludwig, wie hier, Onkel Ludwig sollte mich treffen. Und er war nicht da. Das war eine Schande. Ein Erwachsener sollte ein Kind treffen in einem fremden Land und er war nicht da. Und ich hatte keine Eltern, ich wusste nicht, wo sie war. Ich konnte nicht die Sprache sprechen. Nichts. Und der eine Mann, der sollte mich treffen, war nicht da. Und das war für mich a lesson. A lesson. Eine Lektion. Eine Lehre. Eine Lehre. Wenn du etwas für ein Kind, wenn du etwas versprichst, dann musst du es tun. Okay? Wenn ihre Eltern euch etwas sagen, dann müsst ihr alle wissen, dass sie es tun. Jemand kam, er war ein Chauffeur und hat Pavel und mich zu einem Haus gebracht und da waren andere jüdische Kinder. Und endlich kam mein Onkel Ludwig. Und Onkel Ludwig hatte eine große Tüte mit Schokoladen und allerlei süße Sachen und Postkarten. Bitte schreibe mir, wenn du unglücklich bist. Und hier ist meine Adresse und sag mir Feder, Fountain Pen. Es geht nicht, wir haben keinen Fountain Pen mehr. Und hier ist Geld, wenn du alle diese Sachen gegessen hast, kaufst du dir mehr. Ich war so heimweh, ich hatte solche Heimweh gehabt, das war furchtbar. Endlich sind mein Vater und meine Mutter nach London gekommen und ich habe sie einmal gesehen. Und dann ist der Krieg angefangen. Oh, mein Bruder war auch in England. Der Krieg hat angefangen und wir sind alle eine Schule. Ich war schon in einer Schule. Oh, ich muss sagen, meine Mutter hat mir einen Satz beigebracht. Beigebracht. Vier Worte. Was war es in Englisch? Wo ist die WC? Wo ist die Toilette? Ich musste doch wissen, wo die Toilette ist. Jetzt kann ich ein bisschen mehr Englisch sprechen. Dann war Kriegszeit. Und die ganze Schule ist in ein kleines Dorf gebracht. Und wir sind alle in einem Haus. Ich wohnte mit einer, da war eine ältere Dame, sie war eine Witwe. Und sie hat eine Tochter gehabt. Und da war ein, am zweiten Stock war ein Dach, war ein kleines Zimmer, keine Hitze, da war kein elektrisches Licht,
kein warmes Wasser. Furchtbar. Ich kam doch von Berlin, das hatten wir alles. Aber sie war eine wunderbare, freundliche, schöne Dame und hat mir TLC. Sie hat für mich. Okay. Und das dauerte bis ungefähr April nächstes Jahr, 1940. Und dann hat irgendwie meine Mutter arrangiert, mich zu dem Platz zu gehen, wo mein Bruder war. Und dann im September hat sie uns nach London gebracht. Und dann kam mein Vater. Und im November sind wir alle auf einem Schiff nach New York. Und man kann nur sagen, das ist die Ende von der Geschichte. Natürlich nicht. In Chicago bin ich zur Schule gegangen und endlich habe eine hübsche junge Frau getroffen. Und da sitzt sie. Hello. Ich spreche von dir. Und wir haben zwei Töchter. Eine wohnt in Seattle jetzt. Und sie hat zwei wunderbare Kinder. Und eine von diesen ist Sam. Und seine Schwester fängt heute in New York in der Universität, Columbia University, an. Aber noch eine Sache will ich erzählen. Warum gehe ich von einer Schule zu der anderen? Ich habe es kalkuliert. Seit 1995 bin ich in ungefähr 200 Schulen gewesen. 200 Schulen. Und vielleicht kommt das bis 8000 Schülern an. Und warum tue ich das? Ich habe zwei Gründe. Erster Grund. Meine Frau hat einen Onkel gehabt. Und dieser Onkel war verheiratet und wollte nach Amerika kommen, wirklich nach Kuba. Er war auf einem Schiff St. Louis genannt. Und das ist ein, man kann sagen, ein historisches Schiff. Er hat bezahlt für Dokumente, damit er noch in Kuba wohnen kann. Und er ist dahin und die Regierung hat gesagt, diese Dokumente gelten nicht. Und das Schiff muss sich umdrehen und wieder zurück nach Europa zu fahren. Der Kapitän hat versucht, die amerikanische Regierung, er wollte machen, dass die Amerikaner diese 927 Leute nehmen. Und wir haben Nein gesagt. Er ist nach Europa mit seinem Schiff und endlich ein Viertel gingen nach England, ein Viertel Frankreich, ein Viertel Belgien, ein Viertel Holland. Meisten von diesen Leuten in Frankreich, Belgien und Holland sind später im Holocaust gefangen und ermordet. Ihr Onkel war in Holland und hat seine Frau da wieder getroffen. Sie hat geplant, nach Kuba auch zu gehen. Sie hatten ein Kind. Und das Kind, wir haben die Fotografie, leider haben sie nicht gebracht, ich sollte. Ein kleiner Junge, Hans Philipp,
Und Hans Philipp war in diesem Foto 10 Monate alt. Und wir wissen von einem Verwandten, der auch in Theresienstadt war, dass diese drei, Vater, Mutter und das kleine Kind, sind alle nach Auschwitz genommen und da ermordet. Dieser kleine Junge, 10 Monate alt, wusste niemals ein Leben. Und so bin ich für ihn hier zu sprechen. Und er ist nur eine von, hier kommt eine Nummer, 1,5 Millionen jüdischen Kindern, 1,5 Millionen, die ermordet waren in diesem Krieg. Von allen den jüdischen Kindern vor dem Krieg sind nur 150.000, die überlebt sind. Und ich bin einen von diesen überlebenden Kindern. Ich sehe es als meine Pflicht, für den anderen Kindern zu sprechen. Zweiter Grund. Ich hoffe, dass durch mein Sprechen hier, wenn einer von euch einen Bully sieht, ihr müsst aufstehen und sagen, nein, kein mehr Bullies. Warum? Alle diese Leute in Deutschland in 1933, 1934, in all diesen Jahren, sie können alle etwas getan haben, haben nichts getan. So ist es angefangen. Ihr müsst etwas anderes tun. Jetzt in Englisch. No more bullies. You have to make a difference. Yeah. Könnten Sie den Deutschen und den Nazis verzeihen? Die Frage ist ganz gut. Nein, ich vergebe die Nazis nicht. Meine Großeltern wohnten hier in Berlin. Vielleicht kennt ihr alle diese Straße, Bleibtreustraße. Ja. Und vor ihrem Haus ist da haben wir zwei Stolpersteine reingesetzt. Ja. No, warum soll ich ihn vergeben? Eine andere Frage sollte sein, vergebe ich euch? Aber natürlich, ihr habt nichts gemacht. Vielleicht waren die Urgroßeltern. Ja? Wir wissen das nicht. Es war sicher nicht eure Eltern. Die Eltern, ihr sind was, 11, 12 Jahre alt. So vielleicht sind ihre Eltern 30 Jahre alt, 28 Jahre. Sie sind doch Babys. Nein. Es hat nichts mit euch zu tun. Als er uns halt das erzählt hat, konnte man genau, hat man genau gemerkt, wie das war. Den Besuch von Herrn Adler fand ich heute sehr emotional bewegend, für die Kinder auch und natürlich auch für uns als Lehrkräfte. Wir waren sehr angetan von seinen eben authentischen Erzählungen. Ich finde das spannend, es ist total spannend einfach. Es ist wichtig auch, dass ich das erfahre oder wir, weil in 10 Jahren, 5 Jahren wird es diese Zeitzeugen nicht mehr geben. Ich meine, dass die Kinder letztlich da nochmal angeregt worden sind, auch über sich und ihr Tun nachzudenken. Und ich hoffe einfach, dass diese Begegnung heute
doch für ihr Leben eine oder in ihrem Leben eine Rolle spielen wird.